Moin, das ist er, der Bauer aus dem Mark. Heute mal Physik und Allgemeinbildung. Dieses Thema Energie und Klima, das lässt uns einfach nicht los. Und heute in diesem Nachtrag, wir sind jetzt im Januar 2023, da geht es um die Frage, ob Windparks, also viele Windparks, große Windparks, ob diese Windparks nicht eventuell das lokale Klima verändern können. Zunächst mal zur Windkraft insgesamt. Die Windenergie, also diese großen Windräder, die wir zum Beispiel in Deutschland, in Norddeutschland überall stehen sehen, die sind eigentlich die Erfolgsgeschichte der Energiewende. Und ich habe hier mal die Stromerzeugung in Deutschland von dieser Homepage hier agoraenergiewende.de aufgezeichnet oder abkopiert. Und zwar ist das der Zeitraum der letzten Woche. Das geht hier los am 8. Januar 2023 bis zum 16. Januar 2023. Und das hellblaue hier, was hier ab dem 12. Januar nochmal eine Ecke mehr wird, das ist die Onshore-Windenergie. Und die rosa Linie hier oder violette, die wir leider kaum sehen können, die geht hier etwas unterhalb dieser Summe aus den Energiebeiträgen entlang. Da haben wir also eine Überproduktion an Strom. Aber die rosa Linie hier, die berührt an einigen Stellen sogar die Linie der Onshore und Offshore ist das dunkelblaue hier Windenergie. Das heißt praktisch ja 80%. Hier gibt es noch einen Beitrag von Biomasse und noch ein paar anderen Sachen, Wasserkraft. Aber der Großteil in diesen Augenblicken, wo diese violette Linie, also die obere blaue Linie, berührt, da wird der Großteil des Stroms in Deutschland aus Windenergie erzeugt. Und das ist jetzt wirklich eine Erfolgsstory. Allerdings ist es ein Problem, wenn kein Wind ist. Aber in der letzten Woche, da war eben sehr, sehr viel Wind. Die Frage ist allerdings, wie viele von diesen Windrädern kann man denn maximal bauen, bis der Wind vielleicht mal irgendwann zum Stehen kommt. Und da habe ich erstmal hier zur Illustration dieses Wikipedia-Bild hier, das stammt von der Homepage wikipedia.org, Windkraftanlage. Und da gibt es hier diesen schönen Vergleich mit dem Kölner Dom oder auch hier mal ein Jumbojet und ganz klein, da unten ist mein LKW. Und das sind hier die Riesenbrummer, die gehen hoch auf eine Höhe von 240 Meter, die größten Windkraftanlagen, die dann Energien, also eine Nennleistung haben von knapp 5 oder 4,6 Megawatt. Und die Frage ist jetzt, wenn ich also die Landschaft mit diesen Windrädern vollstelle, wird da nicht mal irgendwann ein Effekt auf die Luftströmungen merklich oder ist das einfach nur ein winziger Bruchteil der Gesamtenergie, die in der Luftströmung im Wind enthalten ist? Ja, das ist also die Fragestellung, um die es in diesem Video hier heute geht. Ah, hier habe ich es nochmal wirklich formuliert. Hat es keine Folgen, wenn den Luftströmungen immer mehr Energie entzogen wird? Und da habe ich mal eine Literaturrecherche gemacht. Ich habe also eine ganze Menge wissenschaftliche Publikationen aus China, aus den USA und aus Europa zusammengetragen, um herauszufinden, ob man überhaupt eine Idee hat, ob es Folgen geben könnte auf das lokale Klima oder sogar auf das globale Klima oder ob es keine Folgen gibt oder man weiß es einfach nicht. Und das will ich jetzt im Folgenden beantworten. Ich hänge nachher an das Video noch einen Link ran und dann könnt ihr euch da ein bisschen was belesen. Und nee, der liest es vor. Der Mann ist Professor für, naja, alles Mögliche, Physik, und der hat was drauf. Und das hat mich schon seit 20 Jahren, wohnt mich das schon. So, zum Thema Regen und Klimakatastrophe. Windmühlen, wird immer mehr Windmühlen, also die heißen ja nicht Windmühlen, die heißen ja Windräder, die werden aufgestellt und immer größer und immer mehr. Und wir haben hier welche, die sind 240 Meter hoch. Und ja, was macht eine Windmühle oder ein Windrad? Entnimmt der Luftmassenbewegung kinetische Energie. Wandelt die um in elektrische Energie. Danach ist der Wind ja langsamer und eine riesen Wirbelschleppe und so weiter. Und der sprach von Onshore- und Offshore-Windmühlen, die den Wind so ausbremsen, dass sich das bis hunderte Kilometer ins Land rein bemerkbar macht. Ja. Jetzt gehen wir davon aus, früher waren ja keine Windmühlen, da war der Harz, war ein Horstibürger oder ist ein Horstibürger, hat sich angehoben und die westliche Strömung bringt den Regen bis an den Harz ran. Die Wolken sind zu schwer, können nicht hoch, regnen ab,
kommen über den Harz geschleudert und dahinter ist ein Regenschattengebiet. Und so sollte es ja wahrscheinlich auch sein, hat er festgestellt, nicht nur er, andere Leute, die er ausgewertet hat, haben festgestellt, dass das so ist. Dass der Regen abnimmt, die Windgeschwindigkeiten abnehmen und so weiter und so weiter. Also die Luftmassenbewegung wird ausgebremst, weil ja Energie nicht verloren geht, die wird ja bloß umgewandelt. In dem Falle von kinetischer Energie, Bewegungsenergie in elektrische Energie. Wir haben hier drüben den Berg, da ist Lilienthal abgestürzt und da haben die Alten immer gesagt, wenn das vor dem Berg rumkommt, dann kriegen wir Regen ab. Wenn das hinter dem Berg rumgeht oder über dem Berg will, geht es nicht und der ist bloß 75 Meter hoch. Und dann geht es da hinten lang. Ja. Und jetzt ist es so, seit 20 Jahren haben wir schon Windparks hier und jetzt wird ja immer mehr, immer mehr. Jetzt ist mir das aber schon wirklich doll aufgefallen, dass wenn der Regen kommt, so eine Wetterphänomene, weil hier zwischen dem Berg und dem Windpark, Windparks, ein paar Stück, ist wie so ein Schlauch. Da schleicht das Wetter dann durch und wir hatten vorher das Phänomen, dass wir innerhalb von einer Stunde über 180 Liter Regen hatten. Lokal begrenzt. Also keine Klimakatastrophe. Ey, ihr Hüpfer, bleibt ruhig, das ist keine Klimakatastrophe. Das ist einfach nur ein Wetterphänomen gewesen. Jetzt bin ich mal gespannt. Kommt euch das nur so vor oder ist das wirklich so? Habt ihr da Erfahrung? Ich will nicht von Vogelschredder sprechen oder ich will von Insektenschredder, das will ich also nicht sprechen. Ich möchte nur wissen, ob euch das auch so aufgefallen ist, dass hinter diesen Windparks weniger ankommt. Ein Kumpel von mir in Neubrandenburg meinte mal, wenn wir auf der Terrasse sitzen, wenn da eine Wolke ist, brauchen wir keine Angst haben. Die geht entweder links oder rechts vorbei am Windpark. Ja, warum ist das so? Und wieso müssen wir denn noch größere Windmühlen bauen? Können wir das nicht lokal begrenzen und sagen hier und hier? Ich bin der Meinung, wir sollten uns damit mehr beschäftigen, nicht wir. Gut, die Politik kann das nicht, weil die haben ja nicht mal die Schule hier besucht oder jedenfalls nicht abgeschlossen. Aber warum fragt man nicht die Wissenschaftler? Warum fragt man keine Wissenschaft? Wieso macht man alles nur frei Schnauze, nur um irgendwas zu machen? Aktionismus nennt man sowas. Der Bauer aus der Mark.